Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder in 7 Days. Und wir den... Ja gut, da wollte ich eigentlich gucken, aber ich werde ihn jetzt erstmal hier reinschmeißen. Ich will bei uns bei der Base weitermachen, auch wenn er hier noch so ein bisschen... Wir schmeißen ihn jetzt rein. Erstmal bei Metallkompos, so. Wir haben da, glaube ich, ein kleines Problem, was ich gleich mal googeln muss. Ja, gut. Ich habe es leider erst gestern nach der... Die Folge, die ihr... Wo ich aufnehme, seht ihr die heutige Folge... Die hier, die ich jetzt aufnehme, seht ihr morgen. Was ich sagen wollte, wir brauchen gleich noch Holz, ist... Das habe ich so nicht bedacht. Das war auch mal weiter. Und zwar sagtet ihr, dass die Stromzäune nur 16 Blöcke maximal gehen. Das war früher mal deutlich weiter. Das heißt, unsere Base ist zu breit. Ich kriege da so die Zäune nicht rüber. Da muss ich mal gucken. Wir müssen das Ganze irgendwie enger zusammenbauen, was ich sehr schade finde. Aber gut, wir brauchen sowieso erstmal Holz. Die Kettensäge ist drüben, ne? Was haben wir denn noch an Kaffee, wenn ich mal so fragen darf? Na gut, eins. Ich nehme mal zwei Kaffee mit. Wollen wir mal kurz ein bisschen Holz hacken. Machen wir den mal ein Gutes mit der Axt. Kriegen wir auch so hin. Dann brauchen wir jetzt nicht das Holzfäller-Set. Aber warte. Das geht noch, aber ich glaube, Eisen brauchten wir, ne? Das muss weiterlaufen. Wir brauchen dringend Eisen. Einen Moment. Eusin. So. Für die Schmieden drüben, denn ist Eusen auch wieder alle. Von der Miranda. Hier, Pagrin. Gut, der macht ja noch ein bisschen. Das, was wir hier haben, nehmen wir mal mit. Der muss erstmal wieder neu schmelzen. Holz kann ich eigentlich auch gleich wieder ein bisschen geben. So. Hier das gleiche. Pack rein. Du nicht wollen? Okay. Lehm hat er auch schon nicht mehr. Lehm müsste aber eigentlich auch wieder rein. War hier auch Lehm an? Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen gleich noch einmal rüber. Ich würde ein bisschen Heckmeck, aber das mit der Base wird noch ein Problem, die kleiner zusammenzukriegen. Ich muss da mal abzählen, wie bereit meine Base genau ist. Und zwar kommt der Kommentar von Taube Ingwer. Für die Elektrozäune ist die Base zu breit. Du hast die Base, wenn ich mich nicht verzählt habe, 19 Blöcke und die Zäune können nur 16. Wir sehen gleich mal, ob sie wirklich 19 breit ist. Ich wollte Lame. 1, 2, 3 und 4. Den haben wir echt ein massives Problem. So, pack mal rin. Danke. Die 6 kann ich schon mal mitnehmen. Hier gehen wir noch einmal rin. Du kriegst auch voll rein. Das nehmen wir auch schon mal mit. Dann können wir zumindest ein bisschen was machen. Und wir gehen noch einmal rüber. Die Schmieden auch noch mal wieder komplett anschmeißen. Den holen wir uns kurz ein bisschen Holz. Und dann gucken wir mal wegen der Base. Und essen kannst du auch, mein Freund. Am besten gleich mal zweimal. Der bist du gut gesättigt, der einen Pass hat. Und mit dem bisschen Holz kommen wir da jetzt auch nicht weit. Ungefragte Nachbarn. So, lass mal auf das Tor. Ich brauche mein Motorrad. So, jetzt ist eh Tag. So, ein Quest müssen wir auch gleich noch abgeben. Aber eins hatte man ja. Jetzt will ich auch mal kurz hier gucken, wegen den Schmieden. Das wird denn echt ein kleines Problemchen. Wenn wir mal googeln, das... Warum machen sie auch die Reichweite der so kurz der Zäune? Dachte ich mir. Pagrin. Kriegst auch gleich wieder Lehm rein. So, nimmt das auch mit. Der muss auch erstmal wieder schmelzen. Hier das gleiche Spielchen. So, die nehmen wir mit. Immerhin haben wir wieder über 800. Den geben wir jetzt einmal kurz. Quest abgeben. Und Bäume abraggern.
Suit. Und wann hatte er Restock? 82, 83, ne? Da bin ich vergessen. Müsste ich auch nochmal kurz gucken. Wir nehmen Schießpulver. Und, ja, nehmen wir den Kleber. Danke, mein Freund. My shop, my rules. 82. Also morgen. Okay. Dann muss ich auch unbedingt noch einkaufen, bevor der Tag rum ist. Bitteschön. War eins nach dem anderen. Eigentlich schade, dass man sich selber keine Jetons craften kann, ne? Aus Messing. Wäre doch cool. So, dann trinke ich auch mal kurz das Käffchen und wir holen uns kurz mal ein bisschen Holz. Haben wir jetzt erstmal genug. Dankeschön. Dann fahren wir jetzt gleich rüber und müssen wirklich erstmal kurz die Breite abzählen. Junge, Junge, Junge. Ich meine aber auch wirklich, dass die Zäune mal 20, 25 Blöcke hatten oder so und nicht 16. Aber gut, irgendwas werden sich die Phantoms dabei gedacht haben. Wahrscheinlich nichts Gutes. Hat man wieder Gründe, die Spieler zu ärgern oder so. Kennen wir ja. So, wichtig ist ja, die Zäune würden auf dieser Höhe hier stehen. Hier, also, das wäre, also hier würde der Zaun stehen. Zählen den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Was nun los? Mach mal neu hier, Mensch. 19, 20 und hier wollen wieder die Zäune stehen. Das wären also 21. Ja, okay, das haut so tatsächlich nicht hin mit den Zäunen. Die kriege ich so nicht rübergespannt. Junge, Junge, Junge. Gut, das ist natürlich ein Problemchen. Wir fahren erstmal auf die andere Seite. Da muss ich mal googeln. Gut, ich könnte oben ja eigentlich, müsste ich zu beiden Seiten hin, also das Ganze quasi bis hier hinziehen. Dann haben wir die Zäune zwei weiter vorstehen, auf beiden Seiten müssen wir das machen. Zack, zock, hier hin. Na, willst du, sag mal, kann sorgen, der wollte da nicht hin. Ja, gut, aber dann haben wir halt hier das Problem, dass es hier wirklich sehr, sehr schmal wird. Dann haben wir hier nur einen Dreiergang, ne? Können zwar das Ganze hier noch kleiner machen. Aber eigentlich gefällt mir das so breit ganz gut, damit die Zombies hier sich nicht quetschen und nirgendwo gegenhauen. Aber ich glaube, den werde ich hier die Schräge hier weglassen und die Zombies hier quasi gerade rauslaufen lassen. Die laufen ja von alleine rum. Ja, dann machen wir es so. Ich muss noch einmal kurz hoch. Geht ja nicht anders. Dann braucht das Ganze aber auch nicht. Oder ich lasse es so breit, dann haben wir hier halt ein bisschen mehr Laufweg. Nur das müsste nicht hier halt weg. Ist ja zum Glück noch nicht aufgewertet. So, und jetzt ziehe ich das Ganze halt einfach. Das oben kommt auch gleich noch weg. Nimm doch mal den Busch weg. Danke. Quasi bis hierhin so durch. Das ist dann natürlich bis oben hin. Muss ich sowieso erst noch aufwerten. Ihr habt mir ja auch geschrieben, dass ich hier, glaube ich, an der Treppe hier, ne, irgendwo vergessen habe, aber hinter was aufzuwerten. Dann hätten wir hier zwar nur noch einen Dreiergang, aber es ist nicht schlimm. Ab hier hätten die Zombies ja halt einen größeren Gang. Das geht also noch. Dann würden wir hier aber quasi den geraden Abschluss haben. So. Die schräge Ecke können wir ja trotzdem drin lassen, dann ist es hier nicht ganz so schlimm. Dann müsste ich bloß hier unter halt auch erstmal aufwerten und da auch. Den machen wir so, den müsste es aber hinhauen, aber ich zähle nochmal. Die Zäune würden dann rein theoretisch hier stehen. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, das hier wird ja dann auch wegkommen. 15, 16, hier würden dann die Zäune stehen. 17. Passt trotzdem nicht, ne? Warum haben wir nicht vergessen? Hier müssen ja noch. Hier kommt ja vorne noch so ein Gitter vor. Also der Zaun steht wirklich hier auf dieser Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Reicht trotzdem nicht. Okay, dann habe ich trotzdem eine Idee. Wir lassen das so, wie es ist. Und wir bauen die Gitter einfach von außen vor. Dann können wir die Zäune einfach davor stellen. Dann passt es. Dann machen wir so. Gut, nichtsdestotrotz muss, jetzt klappen wir bitte nicht zusammen, hier unten drunter. Das lassen wir mal stehen als Begrenzung. Das kracht mir da eh gleich runter. Wirklich? Das kann ich da ja jetzt nicht wegnehmen, dann kommt man das oben runter. Aber quasi bis hierhin müsste quasi... Oh, das muss ich Stück für Stück machen. Müsste das hier einmal durchziehen. Boden rein. Und das auf beiden Seiten. Junge, Junge, Junge. Wir werden noch so viel Eisen brauchen. Noch so extrem viel. So, das wird dann quasi bis hier hingehen. Das hier hinten ist egal. Das können wir so groß bauen, wie wir wollen. Okay, hier wäre dann quasi die Wand. Das da müsste alles weg. Das heißt, hier müsste rein theoretisch. Bis hierhin wollten wir bauen, ne? Ja. Bip. Das müsste quasi... Jo, hier wieder auf diese Höhe. Ja, dann haben wir halt immer noch einen schmalen Gang. Das müsste hier oben dann weitergehen. Und dann können wir die Zäune nämlich... Ja, dadurch haben wir die Zäune, wenn denn hier quasi. Haben wir sie nämlich zwei vor und das auf beiden Seiten. Geht ja nicht anders. Dann haben wir hier oben halt ein bisschen breiter. Das ist auch nicht verkehrt. Die Wand müsste dann gleich weg. Ich müsste aber erst die hier aufbauen. Dann ist die Frage, ob das noch so hält. Ich ziehe das hier einmal kurz komplett zu. Natürlich geht das Ganze bis hier dann her weiter. Allerdings muss die Wand hier jetzt natürlich erstmal weg, damit wir den Fußball hier reinmachen können. Und jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das hier nicht runterkracht. An dem müsst ihr das hier halten. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier wäre der 6. Aber man weiß ja nie in 7 Days. Das hier muss jetzt wirklich einmal raus. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, ob das hält. Ich hoffe es aber. Sonst dürfen wir das oben wieder neu aufbauen. Ah, sieht aber gut aus. Damit wir hier wirklich einen anständigen Fußboden reinbauen können. Das ist auch echt doof. Kurz gesagt, die Fun-Pimps besprengen die Möglichkeiten. Was nicht schön ist. Keiner mag es, wenn ein irgendwas beschränkt wird. Gut, wahrscheinlich soll es verhindern, dass man hier kilometerlange Stromzäune baut. Aber wäre auch irgendwie cool, wenn das gehen würde. So. Dim, 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 dim. Ändert aber jetzt nichts an der Gesamtbreite. Haben wir bloß oben etwas mehr Laufweg. Blöcke haben wir jetzt auch erstmal genug, aber die gehen auf der anderen Seite sowieso alle wieder flöten. Und hier auch noch.
So, die Wand kann da gerne stehen bleiben. Es kommt hier eh zu. Dann muss man hier halt da unter eigentlich auch, aber das muss ich Stück für Stück machen. Ja gut, dann haben sie hier vorne, ist noch ein bisschen schmaler, aber drei breit ist immer noch okay. Und da vorne haben sie dann nachher breiter. Hauptsache, wir haben das da oben so, dass sie runterfallen können. Gut, dann buddel ich hier einmal rein und versuche das hier nochmal ein bisschen festzutackern. Ich versuche jetzt hier gerade nur hier unten drunter noch zu kriegen. Da kann ich aber immer nur so zwei, drei machen, damit mir es nicht einklappt. Dann haben wir das Ganze später ein bisschen stabiler, würde ich sagen. Aber gut, das ist jetzt nur Stück für Stück. Danke. Und die muss ich gleich auch einmal verstärken, bevor wir hier die Blöcke reinmachen können. Wir kommen da ja sonst nicht mehr ran. Ich habe hier aber gerade wirklich ein bisschen Bammel, dass das Ganze runterkracht. Aber dann können wir ja nebenbei zu den Kommentaren kommen. Das mit Taube Ingwer hatten wir ja schon, dass nur 16 Blöcke reicht. Das finde ich doof, aber gut, danke, dass du mir das schreibst. Sonst hätte ich wahrscheinlich für später alles versteckt, ist ein Riesenproblem gehabt. Das wäre echt blöd gelaufen. Und von MyGull kam halt die eine Seite mit den schrägen, beziehungsweise unter den Lochblöcken hast du nicht darunter aufgewertet. Da müssen wir auch gleich noch einmal gucken. Die müssen natürlich, ich komme da ja sonst auch nicht mehr ran. Bevor ich da jetzt irgendwas verstärke. So, aber das kriegen wir alles schon hin. Denke ich, hoffe ich. Hauptsache, das bleibt da oben jetzt stehen. Das wäre das Wichtigste. Okay. Und ich muss halt auch mal gucken. Wir haben in drei Tagen auch schon wieder heute. Damit wir noch ein bisschen Stahl über haben für die alte Base zum Reparieren. So, dann tagge ich das hier einmal fest. Dann setze ich hier noch die Blöcke rein. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich will auch überlegen, ich glaube, das Ding muss nicht massiv aus Stahl. Also ich glaube, wenn ich hier die ersten zwei Blöcke aus Stahl mache, wir können ja außenrum noch die Platten machen, und auf der Seite auch die ersten zwei, obwohl das wären fast alle, ne? Warte mal, Stahl, Stahl und hier wäre es dann genauso. Den Stahl und den Stahl, na gut. Wir könnten in der Mitte den drei mit Beton lassen, spart ein bisschen Stahl. Ich glaube, das wäre besser so. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Weil ich glaube, wir kriegen sonst nie den Stahl zusammen. Aber ich tagge das hier jetzt erstmal fest. So, Stoll ist auch mal wieder alle. Aber gut, ja, das müsste jetzt einfach nur nach oben. Das gleiche müssen wir halt auch da drüben auch machen. Gut, das wird... Ja... Wir müssen auf jeden Fall Eisen besorgen. Wie gesagt, das wirkt jetzt wirklich ein bisschen schmal. Das kommt aber, weil die Treppe so dick ist. Ich könnte natürlich die ganze Treppe schmaler machen, sodass sie nur noch drei dick ist. Dann hätten wir hier einen schmaleren Gang, aber ich glaube, das geht. Drei sollte reichen für die Zombies. Voll und ganz. Hier haben sie denn halt ihren größeren Gang. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir wirklich hin. Hier vorne haben sie den auch noch. Die müssen wir übrigens noch ein bisschen abrunden. Wir müssen noch einmal kurz das gucken. Unter den Lochblöcken. Was meinst du hier? Ja gut, hier hinter ist auf jeden Fall vergessen. Ja, da hast du recht. Warte mal, nehme ich jetzt nicht alle weg. Da ist da auch nicht. Die meintest du, ne? Gut, da kommen wir von oben ran. Hier hinter ist aber, ne? Ja. Oben auch.
Ist die oder ist sie nicht? Das sieht man gar nicht von hier. Ja, da ist er auch. Okay. Den ist das hier, meinst du das hier drin, ne? Ja, das ist natürlich doof. Das muss natürlich. Zumindest die zwei rein hier. Da komme ich ja sonst gar nicht ran. Das wäre drüben dann auch. Problem ist, da fehlt uns jetzt halt wieder der Stall für, ne? Das muss selbstverständlich. Und hier müsste ich dann quasi auch erstmal buddeln. Und da haben wir auch noch gar nicht die Gesamtbreite. Na gut, aber aufwerten kann ich da noch nichts. Aber ich kann zumindest schon mal... Damit wir die Gesamt... Ja, hier wird die Wand hinkommen. Aber damit ich hier nicht wieder das Theater habe, machen wir diesmal erst das Buddeln. Das müsste quasi bis dahin. Das lassen wir jetzt mal sehen. Ich buddel hier jetzt mal die zwei und das machen wir dann später. Das hier wird ja sowieso wieder wegkommen, damit wir hier noch breiter kommen. Und hier wird nachher quasi die Mauer lang kommen. Natürlich müssen wir den S aufwerten, bevor ich die Mauer bocken kann. Dann sparen wir uns das Theater wie hier da unten drunter. Hier mangelt es mal wieder am Stall. Aber ich will trotzdem einmal kurz was googeln. Wir haben jetzt eine Gesamtbreite von 1, 1, Mensch, dieses Gespringe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste hier denn hier auch von hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis hier wird's gehen. Immer diese Büschi hier im Weg. Danke. Also einmal kurz, das bunden wir mal kurz zusammen. Das Stück hier. So, würde bis dahin. Der kann wieder weg. Der ganze Fußpunkt gehen. Hier kommt dann natürlich später auch Mauer. Die Bäume stehen im Weg. Hier hatte ich einen falsch gebuddelt, aber das ist nicht schlimm. Das hier drin kommt ja eh noch aus Stall. Aber dann haben wir ja ungefähr die Gesamtbreite der Base. Von hier bis da. Also eigentlich noch relativ klein. Finde ich. Und dann hoffe ich mal, klar, ich sperre die Zombies von außen kommen aus, weil sie da erstmal eine Wand haben. Ich hoffe natürlich, die laufen hier schon rum. Damit sie die Treppe hochkommen. Aber das hat halt den Grund, damit sie hier drin noch Schaden kriegen. So in etwa ist es zumindest gedacht. So, den konnte ich wegnehmen. Und den, wo das Ganze geht ja sowieso weiter, haben wir dann halt später hier rundherum auch unsere Laufwege. Das ist ein bisschen aussieht wie Burg. Hier müsste ich jetzt auch einmal gucken. Ich glaube, das hier werde ich, wenn wir es hinkriegen, rund machen. Müsste ich mal gucken. Ich meine damit jetzt keine runden Säulen, sondern es gab da auch diese komischen, die aussehen wie so ein Google-Hupf. Also eine runde Ecke, so eine Art, meinte ich. Muss ich bloß mal gucken. Ein Viertel Würfel außen. So hier lang und das dann halt bis oben hin. Wird das denn da überhaupt passen? Ja. Der müsste dann halt nur andersrum. Hier könnte man natürlich einfach nur ein gerades Stück reinmachen. Aber nee. Das wäre eigentlich okay. Hauptsache, die Ecken sind rund, damit sie dann nicht fesseln. So, hier kann ich das machen. Weil da kommen wir ja noch ran, von den Seiten. Dann kopiere ich einmal den. Und da wird dann einfach ein normaler Block reinkommen. So, dann haben wir die Kante hier einfach abgerundet. Dann bleiben sie hier auch nicht so hängen. So in etwa, würde ich sagen. Und hier müsste ich mal kurz gucken. Die Wand müsste dann halt weitergezogen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis dahin. Oh, ist doch eigentlich noch eine relativ kleine Base. Würde ich so sagen. Den nehmen wir mal kurz weg. Den müssen wir gleich wirklich. Einmal kurz nach den Schmieden gucken, damit weiter Stahl schmelzen kann. Nützt alles nichts. Ah, guck mal, sogar noch ein Ei. Danke. Ich glaube, hier drin hatten wir auch noch ein Nest, ne? Jo. Dankeschön.
Und ich muss sowieso gucken, bevor ich hier jetzt die ganze Wand aufwerte, hier sollen ja noch die Dart-Traps rein. Wie ich das am besten mache. Und dann müssen wir mal gucken. Eins nach dem anderen. Ich glaube, sobald wir das nächste Mal Stahl haben, mache ich erstmal das hier drin. Auf beiden Seiten. Und ich das sonst wieder vergesse. Wir gehen jetzt einmal nach den Schmieden gucken. Und dann haben wir später unsere kleine gemütliche Hordenbase. Wie gesagt, das soll diesmal nicht nur eine reine Base werden. Es sollen halt auch Chemietische, Werkbänke und auch ein paar Schmieden mit rein. Die einzig allein für die Muni-Produktion da sind. Dass halt dauerhaft Blei und Messing geschmolzen wird. Und dauerhaft hier halt aus Schießpulver und so in den Chemietischen hergestellt wird. Damit wir immer Muni, das bleibt dann auch gleich in der Hordenbase, Muni da haben für die Horde, damit wir es nicht mehr mitnehmen müssen. So in etwa ist es zumindest gedacht. So. Dankeschön. Guck mal, ein bisschen geschmolzen hat der Gute schon wieder. Den setzt, glaube ich, wieder stoll an. Auch wenn es jetzt nicht super viel ist. Hier haben wir das Holz gegessen. Baggeren. Damit du ein bisschen länger was zu tun hast. Hier nochmal das Gläuche. Schön, da können wir auch gleich wieder ansetzen. So, da müssen wir natürlich zu Hause noch einmal in die Schmieden gucken. Das hier kannst du rausschmeißen. Das kannst du rausschmeißen. Die kannst du schon mal mitnehmen. Brauchen wir eh wieder. Die genauso. Den einmal zu 9 Bs. Und wir müssen dann wirklich aber auch eine Runde. Das ist alles nix. Essen farmen. Geht mich wieder zur Neige. Und das machen wir dann wieder mit Bergbauausrüstung. Selbstverständlich. So, keine Uschi am Start. Das ist ja nur eine seltene Ehre. Komm mal auf hier. Das hier ist ja auch alles noch nicht fertig. Nö, keine Uschi am Start im Moment. Stein, du kannst essen aus, mein Freund. Stein haben wir eh nicht mehr. Danke. Hat zwar noch ein bisschen Zement, was ich ansetzen kann, kann aber erstmal drin bleiben. Gut, die hat noch genug Holz. Das ist gut. Immerhin ist jetzt nicht viel, aber ein paar Kleinigkeiten. Wir haben übrigens beim Aufbessern des Fußbodens einen Skillpunkt gekriegt, den wir jetzt weiter in eine Altstoffsammlung ballern. Immerhin 20% mehr Schaden, 40% schneller und 40% mehr Rohstoffe. Hau rein. Und dann bräuchten wir erstmal Wahrnehmung Level 3. Kriegen wir alles hin. Geht schon. Den einmal gut Schießpulver weg. Das geht hier rein. Den Rest brauchen wir. Gut, Leben kann noch weg. Danke. Und die Eier können natürlich auch weg. Bitte, aber den Rest brauchen wir nicht noch, bis auf Kleber und Geld. Geld hatten wir hier. Hatten wir nicht hier? Wo hatten wir Money? Da haben wir Money. Ah ja, unser guter Hordenbampf, stimmt, den habe ich in Sicherheit gebracht. Und Kleber geht natürlich. Wo haben wir jetzt Kleber? Hier. Und Kleber rein. Das ist Kleber. Okay. Gut, Holz haben wir noch ein bisschen. Stall hapert es noch so ein bisschen, aber nützt alles nichts. Wir müssen sowieso jetzt erstmal Eisen farmen. Mal wieder so 10 Stacks, dann können wir sie eine Weile laufen lassen. In der Zwischenzeit hat er auch wieder ein bisschen was zurechtgebrutzelt, dann kommen wir da zumindest ein bisschen weiter. Wir kommen halt nur sehr langsam daran, weil halt Stall so elendig lange brauchen. Aber irgendwann haben wir den Punkt mal erreicht, dass wir nicht mehr so viel Stall brauchen. Auch wenn es noch etwas dauert. Aber erstmal schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.